So, hallo, willkommen zu einer neuen Folge von Minus 3 und zwar Part 91. Ich habe jetzt mal ganz schnell selbst mir die, wie heißt das Zeug, Charaktereigenschaften oder Merkmale herausgesucht und ja, und zwar habe ich mir gedacht, Schwimmen wird begeistert, ich habe schon in deinem Plan das erwähnt, Stubenhocker, künstlerisch, aber auch begabt, hat ziemlich Humor und ordentlich. Weil irgend so eine kleine Putzfieber brauchen wir immer. Goldene Zunge, goldene Finger. Professioneller Autor. Meister der Künste. Heiratsschwindler. Geist des wohlhabenden Ehepartners sehen. Okay. Illustrierter Autor. Also ich habe eigentlich eher so was anderes vorgehabt. Astronaut werden? Nein. Muss ich mal ganz kurz suchen. Großer Entdecker? Nein. Hat das Pärchen kurz spielen? Meine Stimme ist gerade voll weg. Meistermixer. Oh, das ist gut. Sowas ist richtig gut. Das wäre natürlich geil. Ein wahrer Meister der Mixkunst. Das ist geil. Okay, dann wird er das aber. Jetzt werde ich hier aber noch ein bisschen was umändern. Sind sie nur künstlerisch? Also Stubenhocker würde ich gern lassen. Ich weiß halt nicht, ob das künstlerisch so gepasst oder ob ich irgendwie jetzt noch sage, ist ein Knochen oder irgendwie sowas genügsam. Oh ey, es weht draußen so extrem. Oh mein Gott. Machen wir dich jetzt auch noch zum Party-Löwe. Und gut ist, weil ich habe hier schon ein zweites Hobby für mich. Gut, was haben wir denn hier? Heiratsschwindler, Blockkünstler, goldene Zunge, goldene Finger, professionelle Instruktor und Meistermixer. Du bist Meistermixer. Was hast du? Top Surprise oder was auch immer. Surprise. Du stehst voll auf Inselleben und deine Lieblingsfarbe ist Ohr. Okay. Ebley Conderoy, Pablo Herbie. Tefal Glow. Ebley Conderoy. Pablo Herbie. Tefal Glow. Wie klingt denn das hier? Was ist denn mit dem Store? Jetzt habe ich den Store geladen. Na super. Wollte ich gar nicht schließen. So. Was bist du denn? Du bist ein Krebs. Okay, du bist ein Krebs. So, ich würde sagen, wir erstellen hier auch gleich den Hund. Und diesmal wird es so ein Hund, den ich möchte. Ja, und zwar wird es ein Husky. Ich liebe Huskies, weil ich einfach schon so eine schöne Erinnerung habe im Kindesalter mit einem Husky hatte. Deswegen ist es auch mein Lieblingshund. Generell, ich war eigentlich schon sehr früh in Kontakt mit Tieren. Also, deswegen bin ich vielleicht auch so tierfreundlich sozusagen. Oh, Name. Nee, du heißt Templer. Tempel. Oh, den Namen müssen wir noch überlegen. Vielleicht heißt es doch einfach Husky. Haha. Gut. Und zwar war ich da ganz klein und habe. Da war ich in so einem Laufgitter. Und da kam halt irgendwie. Und da kam halt, war halt irgendwie, das war auf einer Feier, keine Ahnung. Und da war halt auch ein Husky dabei. Und dieser Husky ist halt irgendwie, ja, der hat sich halt dann sozusagen neben mich gelegt. Und ja, hat dann, ich habe den dann durch das Gitter gestreichelt. Ja, und ich fand das voll toll. Und deswegen liebe ich Huskies. Guck mal an. Du hast diese bekannten, markanten blauen Augen.
würde ich dir gerne aber ein Stück blauer machen. Wieso? Ja, so richtig lieb. Was ist denn das hier? Oder? Ja, jetzt sind wir wieder zu blau. Und... ja, und das gefällt mir halt so toll. Ah, ich weiß noch gar nicht, ob ich die männliche oder weibliche online bitte und sowas. Kann ich mit Stacheln angehen? Das mag ich gar nicht. Nee, muss nicht sein. Generell Halsbänder finde ich mich jetzt eigentlich nur dran, wenn es sein wird. Also, ja. So, abenteuerliche Erfahrungen. Du bist ordentlich, auf jeden Fall. Ordentliche Haustiere sind von Natur aus reinlich und mögen erst gebadet werden. Oh, bitte was? Stolz. Stolze Tiere haben etwas Besseres und sehen immer an erster Stelle. Schlechte hygienische Verhältnisse sind bisher ein Graus. Treu. Ein Hund ist der beste Freund des Sims. Ist ein Sprichwort, an dem mit Sicherheit etwas dran ist. Oh. Treue Hunde mögen erst Zeit mit Sims zu verbringen und sie scheinen auch schneller Fähigkeiten zu erlernen als andere Hunde. Ja. Gut. Ich würde jetzt am liebsten noch das Merkmal zerstörerisch geben. Freundlich. Super. Ah ja, okay, dann ist das dann wieder wirklich ordentlich toll. Nein. Ja, jetzt genutzt halt nur. So, jetzt müssen wir den auf. Ja, ich würde gerne weiblichen. Weiblichen. Yay, weiblich. So. Ich nenne sie Nele. Wer kennt Nele? Schreibt sie in die Kommentare. Ich kenne Nele. So, ich würde sagen, jetzt haben wir die Familie fertig von hinten bis vorne und wir haben das Dreipaar zu Kopf. Yay! Gut. Beziehungen zwischeneinander, zwischen denen ich überlege. Also, ich glaube fast nicht, das sind einfach gute Freunde, wisst ihr? Ich weiß nicht, kann man hier auch sagen, gute Freunde und so ein Zeug? Naht. Mit dem verschwistert ihr Freundin von. Der Freundin wäre schon wieder hier höhere Stufen gerade. Ich würde sagen, wir gehen jetzt in die Stadt. Ja. Oh, ich bin jetzt schon ein bisschen gespannt. Ich freue mich auch generell, wie es hier läuft. Ja, ob ich vielleicht noch die Grafikeinstellung ein bisschen runterschrauben muss. Aber. Huch, jetzt sagen wir schon alle. Huch. Ja, und zwar bin ich mal in der neuen Stadt, die mit Sims, aber mit dem Erweiterungsprojekt, Late Night hinzugekommen ist. Und zwar möchte ich gern ein Haus. Ja. Das Gefühl, sind jetzt aufgehangen. Ach, dummer Fehler von mir. Ganz dummer Fehler. So muss ich, wie das hier schon steht. Aber ich muss, das muss doch auch so gehen. Ja, ich glaube die Steuerung nicht ganz. Okay, ich möchte natürlich in ein, hier so ein kleines Haus. Oh Gott, nein. Ein Badezimmer. Größe 42x42. Appartements 40x50. Was? Was modelliert? Gibt's nicht oder was? Gestrichen. Ein Schlafzimmer, ein Badezimmer. Was ist denn das für ein Scheiß? Ich möchte eine große Dings haben. Was war jetzt hier? Ein Badezimmer. Was soll ich mit einem Badezimmer? Ein Schlafzimmer, ein Badezimmer. Was soll ich denn mit so einem kleinen Zimmer? es ist 30x39, das ist ziemlich klein. 56x28, das ist das komische Problem.
42 mal 42 nominiert. Haha. Verteuert. Ich würde eigentlich sagen, ich kaufe mir das hier. Nominiert. Oder? Ich schau nochmal ganz kurz hier hinten. Was gibt's hier? Nein. Was kann ich mir die anderen Häuser sind nicht gewohnt oder was? Naja, nee, am Stadtrand möchte ich hinaus. Ich will unbedingt mal dieses Mieterleben, wisst ihr? Welches hatte ich jetzt? Das hier, glaube ich, ne? Ja, dann nehmen wir das mal mit und kaufen das Ganze mal. Und ich würde sagen, los geht's! Dann habe ich nicht mal 10 Minuten. Ich mache jetzt einfach mal die nächsten drei Parts. Ich weiß nicht, ob ich es generell mache. Kommt mal drauf an, ob ich Zeit habe und Bock habe und Laune und wenn man wieder das alles schafft, dann kann man ja jetzt generell mal so. Können wir das ja generell gern machen. So, meine Mama kommt drin und sie hat die Probleme gut. Also ja, normal, aber. Ja, meine Eltern, wie gesagt, das ist eine Story, das war jetzt gerade nicht gut. Okay, aber es ist schlimm. Ladezeit ist sowieso langweilig. So. Erstmal schauen, was mir geschehen wird. Und zurückschreiben natürlich. Nicht vergessen. Oh, ich hab wieder eine arschkalte Hand. Das geht gar nicht. Warum wird das so lange? Hallo, no, bitte. Muss die Wohnung noch einrichten, wisst ihr? Die Möbel werden gerade aufgestellt, ausgepackt. Und ja, ich würde sagen, wir sind drin. Ja. Ich habe eine Errungenschaft bekommen, na super. Hallo und willkommen bei. Warum wird mein Handy doppelt? Hallo und willkommen bei diesem Strei. Das ist deine neue Stadt, die du nach Belieben verändern und gestalten kannst. Siehst du die grünen Blasen? Das sind, ja, bla 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 bla. Oh, na super, jetzt mache ich das Einführungstutorial. Ja, 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 ja. Was ist denn das jetzt im Zeug? Ja, gut. Ich will das jetzt nicht machen. Ich will das jetzt nicht machen. Weil ich kann erinnern, rollen, ja, Mausrad, bleiben, bleiben, bleiben. Du kannst aber auch nicht. Ja, super. Super. Ich will das gar nicht machen. Ja, super. Oh Gott, wir sind ja ganz weit oben. Ja, ich weiß, wie das geht. Ich will, ah ja, Tutorial verlassen. Okay, sorry. Okay. Erstmal Pause ist. Wir schauen uns erstmal unsere Wohnung an. Was? Bitte was? Ist das unsere Wohnung? Kannst du jetzt hier drüben noch ausbauen? Ey, bitte sag mir das, wenn ich das nicht kann, dann krieg ich einen Anfall. Oh Gott, was ist denn das für eine Scheiße? Nein, das ist hier drüben schon eine neue Wohnung. Nein! Ich wollte doch ein ganz großes Dings. Gut. Scheiße. Also so ein kleines Zimmer wollte ich wirklich nicht haben. Das geht ja mal, das ist ja jetzt hier Verarsche, oder? Ist das jetzt auch wirklich? 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 Können Sie es nicht verarschen? Okay. Dann bauen wir das ganz schnell um. Und zwar so, dass wir drei Betten haben. Okay, ich werde bis zur nächsten Folge dann nochmal umschauen. Aber wir haben ein Stück. Ah. Wirklich. So, gut. Kann man das doch auch einlösen. Aber wirklich. So, na dann. Machen wir mal, würde ich sagen, los geht's. Also, drei Personen. Ja, das weiß ich. Drei Personen und ein Hund. Ah, was denn? Nein. Ach so, ja stimmt, ich habe das Fehlmesspunkte mal wieder gesammelt. So. Auf dem Weg nach oben. Kommt, bewegt euch nach oben. Fällen sie auf, für mich zu machen und zu folgen. Ja, ja, ich weiß, wie das geht. Ich weiß, wie das geht. So, die schnacken da unten anscheinend mal. Ich muss mir meinen Sinn wieder anzeigen. Habe ich schon erst gedacht, du Boys, hab ich keinen Ton. Oh. Hast du immer so gute Laune? Ich würde gern etwas Zeit mit dir verbringen, um dich besser kennenzulernen. Oh, mein Hund ist da. Und er backt in der Tür.
Hallo. Hallo, meine kleine Liebe. Ja? So, wie lange haben wir denn noch? So. Ich meine, das ist dann dein Cut und es geht dann gleich weiter, wenn ich, ja, wenn ich Kaffee getrunken habe. Bis dann. Ciao. So, wir sind jetzt hier. Ich habe schon mal abgespeichert. Die Stadt heißt Bridgeport. Psst. Die Spanchen machen Krach. Nicht cool. So, ich würde sagen, wir lassen das mal weiterlaufen. Wir haben ja auch nur noch 5 Minuten. Und ich glaube, ich habe jetzt allererst euch mal um, was nun hier geht. So, unser kleiner Stubenhocker macht es auch schon gleich auf den Weg. Und er war doch Stubenhocker, ne? Ich glaube, sie ist die Jüngste, weil sie am weitesten unten ist. Ja. Ja. Das ist der Älteste hier. So. Journalismuskarriere eingeschlagen. Was war das denn jetzt? So. Ja, dann kümmere dich doch mal ein bisschen um dein. Oh, eine Tür! Neues Objekt. Gefällt er nicht. Wir können hier aber leider nichts. Dagegen kann ich nichts tun. Ich werde auf jeden Fall nochmal schauen, ob ich vielleicht eine bisschen größere Wohnung kriege. Ja, und das Universitäts-Maskottchen ist gekommen. So. Ja. Also, das wird jetzt hier deutlich besseres Spielerlebnis. Sowohl von der Grafik her als auch. Spieltechnik sein. Spieltechnik muss es. Oho. Ich hab, wir haben, achso, das ist da so. Scheiße, da wohnen wir nicht. Da wohnen wir nicht. So, hier wird jemand gebürstet. Meine Milchschweinchen machen Krach wie sonst was. Psst. Ach, die streiten sich wieder ums Essen. Ey, das kann nicht wahr sein. Ach, da gibt's zu dem einmal so ein, also, ich hab solche kleinen. Tropfs, halt Essenstropfs. Und, ja, die, oh, süß. Oh, das war grad voll süß. Das ist jetzt alle gesehen. Das war's. Und was macht man hier gekommen? Ich ganz unten. Ach, das ist, Majestätsmaskott, würde ich schon sagen. Ahaha, Residenz angerufen. Residenz anrufen. Residenz anrufen. Okay, wir rufen die Residenz an. Bis zur nächsten Folge schaue ich mal wegen einem anderen Appartement, weil das ist ziemlich klein. Aber ich finde mir ja noch ein anderes. Und jetzt schauen wir alle Fernsehen. Ja, wie viel spät haben wir es? Ich weiß, also es wäre zumindest meiner Meinung nach ziemlich praktisch, wenn man ein anderes nehmen. Ja, was habe ich jetzt mit dieser Familie vor? Also für die Jennifer ist auf jeden Fall, dass sie halt berühmt wird, also dass sie als möchte Schauspielerin mehr werden. Und dass sie halt jetzt Star wird und so. Das ist ihnen halt schon mal wichtig. Für ihn, naja, aber das Nixon halt. Ja, und halt einfach ein bisschen ja gammeln. Er ist eher so der Gammelstück. Er wird Sportler. Muss jetzt nicht unbedingt super berühmt werden, aber bei ihr besonders wichtig. Und ja, einfach dieses Stadtleben hier mal so ein bisschen erleben. Von Bridgeport. Und ich hasse diese Ansicht. So. Und ja. Ich würde sagen, reicht das mal für die Folge und ja, wir sehen uns bei einer nächsten Folge und ich vermute auch in einer anderen Unterkunft und bis dahin sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal.